herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1 und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn wir sind im zweiten großen Abschnitt des Spiels angekommen, nämlich in Ägypten. Wir haben jetzt die erste Hälfte, glaube ich, so circa hinter uns, wenn ich mich nicht täusche. Und Moment, ich muss mal gerade hier runter gucken, wie tief das ist, nicht, dass ich da runterspringe und gleich erstmal mir mal wieder das Genick breche. Das wäre ja nicht so schön. Ich meine, ich weiß, diese Anfänge sind auch irgendwie mal ganz lustig, wenn ich einfach direkt instant umkippe. Aber wir wollen ja nicht zu sehr das Ganze erzwingen. So, wir haben hier eine verschlossene Tür mit Hieroglyphen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Aha. Kann ich jetzt so nichts von lesen, denn ich muss zugeben, ich habe in der Schule nicht das Fach Hieroglyphen wählt. Es gab Altgriechisch, das ist so ein bisschen ähnlich, aber nee. Da habe ich mich eher für Latein entschieden. Gibt es tatsächlich eine Schule, wo man alte ägyptische Hieroglyphen, das sind die Schriftzeichen von den alten Irokesen-Typen aus Buxtehude. So, warte mal, was habe ich denn hier jetzt eigentlich gekonnt? Bringt das irgendwas? Ist hier irgendwo eine versteckte Tür hinter oder so? Bisher will sich mir der Sinn und Zweck dieses Konstruktes hier noch nicht erschließen. Hä? Das ist ja wohl mal völlig sinnlos. Wollt ihr mich veralbern? Ich meine, was bringt denn das, das Ding hin und her zu schieben? Da ist ja nicht mal eine Druckplattform oder irgendwas. Sehr seltsam. Okay. Egal, ignorieren wir das Ganze erstmal, denn alles, was ich nicht verstehe, wird konsequent ignoriert. Das mache ich auch im echten Leben so. Nein, natürlich nicht, aber kann ich denn von hier aus direkt in diese Öffnung springen? Denn von unten komme ich da, glaube ich, nicht ran. Das ist zu weit. Ach, warte mal, hier kann man sich, glaube ich, festhalten. Ja. Nur. Ah doch, okay, dann kommen wir da auch rein. Das ist schön. Ich finde die Bodentexturen ziemlich lustig irgendwie. Mir hatte ja ein Zuschauer am Anfang ein Texture Pack ans Herz gelegt. Hier ist ein Hebel. Aber ich habe mir gedacht, spielen wir das Spiel doch in seiner ganzen vorhandenen, nicht vorhandenen alten Pracht. Wenn schon, denn schon. So. Okay, hier ist, glaube ich, nochmal eine Kiste zum Schieben. Man sieht, der Auftakt ist direkt wieder sehr kistenrätsellastig. Hä? Moment mal, jetzt kann ich nicht weiterschieben. Ich glaube, dann ziehe ich mal lieber raus. Müsste ja eigentlich gehen, oder? Ja. Okay. Dann ziehen wir jetzt einfach mal so weit, wie es geht. Und deswegen ist ja auch dieser Boden so eingelassen. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die alten Ägypter, die standen auch total auf Kistenrätsel. Das fanden die richtig geil. Ich finde es ja auch ganz okay. Also ich finde, es gibt Schlimmeres in Tomb Raider. Ich finde es auch ein bisschen schade. Da wollte ich schon mal ansetzen, das zu erklären. Ich finde es ein bisschen schade, dass die. Warum ist das kein Secret? Gemein. Ich finde es ein bisschen schade, dass die neueren Tomb Raider-Spiele, also die Crystal Dynamics-Teile ab Teil 7, so. Ah, jetzt zündet es. Jetzt weiß ich auch, was ihr eigentlich vorhabt hier. Okay, cool. Dass die Crystal Dynamics-Teile irgendwie so, ja, was Kistenrätsel angeht und so, nicht so bestückt sind. Ich meine, es ist klar, dass das nicht geht, weil es wäre auch komisch in einer Welt, wo es richtig berechnete Physik gibt, noch solche Rätsel zu machen. Ich meine, das Ganze hier, das entstand ja quasi an Ermangelung, in Ermangelung an echter Physik. Hat man sich eben was ausgedacht, was man trotzdem Cooles mit Gegenständen machen kann.
So, warte mal. Jetzt haben wir hier diesen Block befreit. Jetzt kann er in die große, weite Welt hinausziehen und eine Familie gründen. Aber das Problem ist, ich denke mal, wir... Okay, warte mal. Ich glaube, jetzt habe ich mich gerade verbaut. Ja. Ich glaube, wir müssen den nochmal zurückziehen, weil wir müssen den nämlich... Wobei, nee, vielleicht auch nicht. Ich probiere es mal gerade so, ob wir auch so auf den Block da links kommen. Sonst werde ich das nochmal zurück... Ja, okay, das ist nicht nötig. Alles klar. Rätsel gelöst. Ich bin sehr stolz. Und hoch da. Jetzt kommen bestimmt erstmal Gegner. Irgendwelche Mumien oder so. Ach, Leute. Irgendwann müssen wir auch mal Tomb Raider 4 spielen. Ich wusste, dass Gegner kommen. Oh Gott. Was ist das? Ein Panther? Böses Pantherchen. Oh Gott. Der hält ganz schön was aus, der Junge. Alles klar. Haben wir das geschafft? Und nun, liebe Freunde, werden wir uns mal weiter umsehen. Es kann sein, dass meine Stimme gerade ein bisschen brüchig klingt. Ich habe irgendwie... keine Ahnung. Die letzten Tage ein bisschen seltsam... einen seltsamen Schlafrhythmus gehabt, wenn man das so nennen kann. Das war irgendwie ein bisschen kontraproduktiv für meine Stimme und auch für meine restliche Produktivität. Aber ich hatte meine Gründe, ja. Ich hatte meine Gründe. So. Okay, ich glaube, das hier ist die Things. Das ist der Things-Raum. Den gibt es in Anniversary natürlich auch. Nur ist der ein bisschen eindrucksvoller. Okay. Ach, diese Viecher. Den können wir hier aber, glaube ich... Okay, jetzt versteckt er sich. Ich wollte gerade sagen, den können wir bequem von hier oben abballern. Das sind, glaube ich, so... voll eklig aus. Was hat er da hängen? Irgendwelche Blutfetzen? Schade, der ist ja despawned. Sonst hätte ich mir das jetzt mal angeguckt. Ja, ist despawned. Wäre sonst für die Engine zu heftig geworden, wenn die Leichen da noch liegen würden. Okay, wo fangen wir an mit Durchsuchen? Ich würde erstmal hier in die Ecke lunsen. Ich glaube, das wird hier noch ein bisschen komplizierter. Da können wir, glaube ich, was einsetzen. Hier haben wir ein Medipack. Okay, ich dachte schon, das wäre ein Schlüssel. Aber es ist bloß ein Medipack, nicht ganz so wichtig. Was kann man denn hier... Können wir hier... Nein, aber wir können hier nicht das Sion einsetzen. Das wäre komisch. Nein. Nee. Es hatte halt auch diese runde Form. Ist das ein Knopf? Ach, okay, wir müssen wahrscheinlich so Artefakte finden, die diese Form haben. Ein etwas kreisförmiges, dann haben wir hier so eine Art Skarabäus. So habe ich die zumindest als Kind früher immer gemalt. Wie so ein umgekehrtes Mercedes-Zeichen halt. Ja, ich habe als Kind Skarabäen gemalt. okay, was ist das? Keine Ahnung, was das für eine Form sein soll. Und dann haben wir hier noch dieses Zeichen, das Weiblichkeitszeichen. Beziehungsweise heißt das, glaube ich, nicht mal irgendwie was mit Weiblichkeit in Althieroglyphisch, sondern das heißt irgendwas mit Herrscher, König, irgendwas. Ich glaube, das soll ein Zepter sein oder so. Okay, jetzt kommen gleich wieder die totalen... Ägypten-Freaks und schreiben mir unter mein Video, was es eigentlich heißt. Nein, könnt ihr gerne machen übrigens. Ist überhaupt kein Problem, habe ich nichts gegen. Im Gegenteil, man lernt ja nie aus. Wie einer meiner Zuschauer schon sagte, da soll mal einer sagen, man lernt in Let's Plays nichts. Sowohl als Let's Player als auch als Zuschauer. So, warte mal, da ist so eine Rampe, aber ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Das ist wieder mal so ein typischer Rückweg. Was ist denn hier oben auf der Sphinx-Brust? Die hat echt ein seltsames Kinn, die Frau. Tja. Hier oben scheint irgendwie nicht so richtig was von Interesse zu sein. Schieben wir mal den Block raus. Der muss ja auch irgendeine
einen Sinn und Zweck haben. Vielleicht ist da ja was dahinter. Schauen wir mal. Junai. Alles klar. Hier ist was. Es ist... Okay, hier kommen wir noch nicht weiter, weil wir hier einen Schlüssel brauchen. Den wir natürlich noch nicht haben. Verdammt. Okay, wissen wir das jetzt aber? Es kann auch sein, dass wir den Block noch für irgendwas anderes brauchen. Wobei ich gerade nicht sehe, wo ich den hinschieben können sollte. Hier raus vielleicht? Aber man kann den ja nicht irgendwo runterschieben, wenn es abschüssig ist. Das geht nicht. Ich springe mal ins Wasser. Vielleicht ist da was. Erstmal so ein bisschen den... Oh, was ist das? So ein bisschen den Raum scannen. Okay, das sieht mal aus wie Munition. Dürfen wir ja inzwischen die Waffe für haben, oder? Wir haben ja die Magnums von... Von dem guten... Pierre erhalten. Glaube ich. Da haben wir jede Menge Munition für. Ich würde sagen, wir werden die jetzt einfach demnächst auch mal benutzen. Hey! Lara, kannst du, man muss sich ja schon an die Goodies ranpirschen, damit Lara die aufhebt. Okay. Weiteres habe ich jetzt nicht gesehen. Och, shit. Das wollte ich nicht. Ich sehe jetzt aber auch keine Tür oder irgendwas. Das scheint alles clean zu sein. Was ist... Ja, da war ich ja schon. Das scheint auch sowas wie ein Tor zu sein. Vielleicht ist es auch gar nicht so steil. Vielleicht kann ich da hochlaufen. Nee. Schade. Schade, schade. Oder wir müssen die Kiste da hochschieben. Aber das wäre irgendwie komisch. Nee, das glaube ich nicht. Weil dann kommen wir ja... Also was heißt da hochschieben? Ich meine hier links reinschieben. Sodass man da hochkommt. Aber das... Doch, warte mal, oder? Nee. Ich wollte gerade sagen, dass das hier vielleicht flacher wird. Aber nee. Nee, nee, nee. War eine Idee wert, aber ich glaube... Das Spiel will irgendetwas anderes von uns. So, ist denn hier im Anfangsgebiet noch irgendetwas, was ich übersehen habe, außer der tote Panther? Da oben war ich schon. Ha. Da oben auf der Säule liegt noch was. Da liegt Gewehrmunition. Wie soll ich denn da drauf kommen? Durch das sind vorgestellt... Huch. Immer dieses ins Wasser fallen. Mal hier raus. Ach, Lara, du sollst vorwärts schwimmen. Okay. Nee. Bestimmt senkt sich die Säule ab oder so, wenn man die Artefakte da eingesetzt hat. Tja, vielleicht brauchen wir die Säule doch noch für... die Säule, die... Aber man kann... Wenn ich das jetzt machen würde, also den Klotz verschieben, dann können wir den maximal bis hierhin schieben. Oder bis hierhin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns das irgendwie weiterbringt. Schon wieder ins Wasser gefallen. Tja, Mutti Sphinx, was müssen wir machen? Sprich doch mal mit mir. Du hängst hier rum. Guckst zu. Warte mal, hier hinter der Sphinx scheint noch irgendwas zu sein. Oh, dann klettern wir da nochmal hoch und gucken da mal. Weil die Sphinx scheint nämlich einen Flachschädel zu haben. Und dann können wir da mal gerade hinterlunsen. Ist zwar unhöflich, aber machen wir trotzdem. Wir sind nämlich ganz miese, fiese Typen. So. Ach, shit. Ich wollte ein bisschen taube Finger irgendwie. Es geht zu Ende mit mir, Leute. Es geht zu Ende mit mir. Ich sag's euch. So. Ach so. Hä? Ich
Komm da gar nicht dahinter. Was habe ich denn da eben gesehen? Komisch, da war... Ich habe doch eben gesehen, dass da... Dass man dahinter kann. Andere Seite. Aber hier ist es abschüssig. Hier komme ich nicht hin und da müsste ich kriechen. Beziehungsweise ist es zu abschüssig. Seltsam. Vielleicht hangeln und dann wieder hochziehen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gerade irgendwas bringt hier, aber man muss ja jede Chance genutzt haben. Okay. Sieht aber schon mal gut aus. Hier haben wir schon mal Gewehrmunition. Und jetzt sag mir bitte, dass hier irgendetwas ist. Irgendein Hebel, irgendeine Tür. Irgendetwas, was... Es ist der Schlüssel. Es ist der Schlüssel. Okay. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das heißt nämlich, wir kommen weiter. Wenn es denn der richtige Schlüssel ist. Wenn es nämlich, wenn es denn der Schlüssel für den Kellerraum von ihr quasi ist. Natürlich, jetzt geht hier wieder irgendeine Autoalarmanlage an, wenn ich am Spielen bin. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Werden wir den Schlüssel mal versuchen einzusetzen. Und was hinter der Tür ist, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Versuche die ganzen Pausen immer dazwischen, so ein paar Tage, versuche ich so gering zu halten wie möglich. Ich habe halt leider im Moment noch ein bisschen Vorbereitungszeit aufs nächste Semester und ja, hab da auch noch so ein bisschen was anderes am Laufen. Irgendwelche krassen Deals und so. Nein, natürlich nicht. Aber jedenfalls, es ist nicht so, dass ich nur rumpimmle, sondern ich habe schon auch meine Gründe, warum hier dann größere Pausen mal sind. Aber ich versuche das halt gering zu halten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao!